Wenn ihr, egal in welchem Mode ihr seid, egal ob der Creeper euch mag oder nicht, wenn ihr mit einem Feuerzeug Rechtsklick drauf macht, explodiert der einfach. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Minecraft Facts. Heute am 29. Das weiß ich so genau, weil ich das Ganze immer noch am Vorproduzieren bin für meinen Urlaub. Ich weiß nicht, wie oft und in wie viele Videos ich das schon gesagt habe. Tut mir auch herzlich leid, aber einfach nur nochmal, das Geräusch kann diesmal auch wieder nicht kommen, wegen dem Vorproduzieren halt, weil ich kann ja keine Kommentare lesen, keinen rauspicken, keinen Gewinner. Deswegen tut mir das leid. Und die Facts würden mir wie immer zugesendet per Mail an concrafter@gmail.com. Steht auch in der Beschreibung. Könnt ihr mir auch Facts zusenden, die ihr selbst rausgefunden habt. Hoffe ich nämlich, weil ich nehme nur eure Facts, die ihr mir zusendet. Ich gucke da keine anderen Videos oder nehme das von irgendwem anders oder aus irgendwelchen, keine Ahnung. Amerikaner machen das ja mittlerweile auch, so Fact-Serien. Ich nehme da nichts irgendwie, sondern nur aus euren Mails. Da hinten geht die Sonne auf. Deswegen kann ich dafür nicht garantieren, dass ihr das nicht schon kennt irgendwoher oder allgemein die Sachen wisst. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Fact. Und zwar wird er mir zugesendet von Freestyle mit 3 anstatt der E und dem anderen E. Und zwar kam ja in deiner letzten Folge der Fact mit dem Bilderrahmen. Der funktioniert aber auch mit einem Bogen, einer Angel. So, deswegen habe ich hier einen Angel und einen Bogen und einen Stack Diamant, wovon jeder Minecrafter träumt. Und wir wissen es, ich habe mit einem Schneeball probiert, wenn man einen Schneeball da reinwirft. Ich kann es mal ganz kurz hier nochmal zeigen. Ist ja bei Dekoration. Ich gebe einfach mal Schnee ein. So, da haben wir einen Schneeball. Und ihr seht... Oh, Moment. Ihr seht, zack, und das Item ist weg. Wenn ich allerdings jetzt hier wieder den Diamanten reinlege, so, und ich schieße mit einem Pfeil da drauf, zack, das Item ist weg. Es ist einfach weg. Es ist nicht hier. Sonst würde ich ja noch einen Diamanten bekommen. Und dann lege ich da mal noch einen Diamanten rein und angel den mit einer Angel. Der Diamant ist weg. Also mit einer Angel, einem Bogen und mit einem Schneeball. Ich packe einfach mal einen Schneeball rein. Seht ihr, dass das auch mit dem Schneeball funktioniert? Oder ich kann auch einen Bogen reinpacken. Und ihr seht, dass es auch mit dem Bogen funktioniert. Das Item ist weg, wenn man es abschießt mit einem Bogen, wenn man es mit der Angel angelt oder wenn man es mit dem Schneeball abwirft. Danke an dich, Freestyle. Ja, das war Fact Nummer 1. Fact Nummer 2 wurde mir zugesendet von Mark. Und zwar schreibt er, du kannst Creeper zum Explodieren bringen, wenn du ein Feuerzeug benutzt. Dafür haben wir hier einen Creeper und ein Feuerzeug. Und ihr kennt es ganz normal, wenn man einen Creeper angreift, dann explodiert er irgendwann, wenn ihr ihm zu nahe seid. Im Creative Mode wird er erst böse oder kommt erst auf euch zu, wenn ihr ihn angreift. Und dann explodiert er. Ich kann das euch mal ganz kurz hier jetzt... Oh, da muss ich mal... Oh, Moment, hier, zack, guck. Hier, der tut mir nichts im Creative Mode, das wisst ihr. Wenn ich im Survival Mode wäre, wird er direkt auf mich zukommen und dann explodieren. Das könnt ihr alles selbst herausfinden. Ich will meine Welt hier nicht zweimal in die Luft sprengen. Allerdings, ihr seht hier ein Feuerzeug. Ihr seht, ich stehe neben dem, nichts passiert. Der macht nichts, der steht hier in der Ecke, ganz knuffig, der Typ hier, ne? Wenn ich ihn allerdings anzünde, hört mal. Dann explodiert der direkt. Wenn ihr, egal in welchem Mode ihr seid, egal ob der Creeper euch mag oder nicht, wenn ihr mit einem Feuerzeug Rechtsklick drauf macht, explodiert der einfach. Der wird dann wohl irgendwie gezündet dadurch, dass ihr mit einem Feuerzeug da Rechtsklick drauf macht. Und ihr seid jetzt mal live dabei, während ich das hier zuklappe, weil... Das ist einfach so krass. Ihr könnt quasi, wenn euer Kumpel irgendwie, okay, wenn er im Creative ist, könnt ihr ihm wahrscheinlich nicht viel durch so eine Explosion anhaben. Aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen und da kommen jetzt auch noch 10 Millionen Slimes an. Und das war auf jeden Fall Fact Nummer 2. Danke an dich, Marc. Ist auf jeden Fall interessant. Fact Nummer 3 wurde mir zugesendet von Batuhan oder Onbar. Ich nenne ihn einfach Batuhan, weil er MFG Batuhan geschrieben hat. Hallo Concrafter. Fakt. Wenn man mit einer Hoe einen Block abbaut, verbraucht die Hoe sich nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel mal überlegt, ich habe ja eine Goldspitzhacke, eine Steinschaufel und eine Holzhacke, also Holzhoe. So, und jetzt bewege ich mich in den Game Mode 0. Ich habe hier 3 verschiedene Blöcke. Ich habe hier einmal dieses Oakwood Plank, einmal ein Oakwood, Englisch lernen mit Luca, ein Wollblock und ein Oakwood Plank. So, ich nehme jetzt beispielsweise mal die Steinschaufel und baue damit den Oakwood ab. Und ihr seht, alle Werkzeuge sind unbenutzt. So, ich baue den ab. Und ihr seht unten den grünen Balken bei der Schaufel. Das heißt, die Schaufel ist benutzt. So, nehmen wir eine Holzspitzhacke und bauen damit beispielsweise diesen Wolleblock ab. Sehen wir, die Goldspitzhacke ist benutzt. Nehmen wir eine Holzhacke und bauen damit diesen Block ab. Die Holzhacke ist nicht benutzt. Nehmen wir die Holzhacke und bauen damit diesen Block ab. Ihr seht, die Holzhacke ist nicht benutzt. Nehmen wir die Holzhacke und bauen damit diesen Block ab. Ihr seht, die Holzhacke ist nicht benutzt. Nehmen wir die Holzhacke und bauen damit diese Kiste ab. Ihr seht, die Holzhacke ist nicht benutzt. Egal welchen Block ihr mit der Holzhacke oder mit einer Steinhacke, Goldhacke, Eisenhacke, Diamanthacke, wer macht sich eine Diamanthacke, abbaut,
Die Holzhacke benutze ich nicht. Das geht damit zwar genauso schnell wie mit einer Steinschaufel oder mit einer Goldspitzhacke, aber sie benutze ich nicht. Die benutze ich nur, wenn ihr irgend so ein Feld hakt. Und das ist auf jeden Fall cool zu wissen. Danke an dich, Bartuhan. Der letzte Fact ist etwas, was mir selbst aufgefallen ist. Und zwar ist es kein wirklicher Fact, sondern mehr so wie so ein Fun-Fact, den ich eigentlich rausgebracht habe aus der Serie, weil es nie so was Witziges gibt, wo man lachen musste, außer in den ersten Folgen. Sondern es ist mehr so was Interessantes. Ich möchte euch nicht wirklich was zeigen. Es verbirgt sich in dieser Kiste. Und zwar das hier. Ihr seht einen Goldapfel, 8 Goldblöcke und 36 plus 36 sind 72 Goldbarren. Jetzt denkt ihr euch, was will der damit machen? Ich möchte euch ganz einfach zeigen, wenn ihr mal überlegt. Diese Goldbarren sind 72 Stück. 72 durch 9 sind 8, also 8 hiervon. 8 Goldblöcke plus ein Apfel, den ich jetzt nicht reingepackt habe, weil ein Apfel wiegt nichts, schon mal ein kleiner Tipp, ergibt einen goldenen Apfel. Dieser Gold, also nicht einen goldenen Apfel, das ist dieser Notch-Apple, den man mit 8 Goldblöcken gemacht hat. Und dieser goldene Apfel besteht aus diesen 8 Goldblöcken, welche wieder aus 36 plus 36 aus 72 Goldbarren bestehen. Gold ist das schwerste Metall in diesem hier. Diamant ist nicht so schwer, Eisen ist auch nicht so schwer, bla bla bla. Das heißt, der Goldapfel ist das schwerste Item im ganzen Spiel und es sieht so leicht aus. Dieser Goldapfel wiegt sowas von viel. Das ist einfach mal so ein kleiner Funfact. Der Goldapfel ist das schwerste Item im ganzen Spiel. Ihr könnt ja mal ausrechnen, wie viel ein Goldbarren wiegt. Das mal 78 plus das Gewicht von einem Apfel. Der wiegt bestimmt auch nochmal 30 Gramm oder so. Obwohl, ein Apfel ist schon schwerer. Ein Apfel könnte schon so 100 Gramm wiegen, würde ich schon sagen. Keine Ahnung. Kommt auf den Apfel an. Aber der Goldapfel ist das schwerste Item im Spiel, beziehungsweise der Notch-Apple mit diesen Goldblöcken, nicht mit den normalen Goldbarren um den Apfel rum. Und dann will ich auch sagen, hier wird es immer heißer in meinem Zimmer. Das ist so heiß, es sind 37 Grad. Das ist, boah, ich gehe hier gleich ein, ey. Ich könnte echt sterben hier drin. Huh, das war's mit den Facts. Danke an die Leute, die mir das zugesendet haben. Ich hoffe, ihr habt das selbst herausgefunden, weil sonst wäre es ein bisschen blöd, wenn ihr das aus anderen Videos habt oder irgendwie sowas. Wenn ihr selber coole Facts wisst, schreibt es mir per Mail an concraft@gmail.com. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr die Serie feiert und ihr euch jetzt schon auf die nächste Minecraft-Facts-Folgen freut, weil die kommen jetzt in den nächsten beiden Wochen immer pünktlich, weil ich am Vorproduzieren bin, dann zeigt es mit einer Bewertung und ja. Ciao!